Ein Anblick, der uns in den nächsten Wochen und Monaten noch häufiger begegnen wird. Graues Wetter, mieses Wetter, kaltes Wetter. Aber das soll uns nicht aufhalten. Vor allem nicht, wenn man Eier kurz vor dem Ausbrüten hat. Gucken wir mal kurz nach. Das sollte nicht mehr allzu lange dauern. Mehrere Eier, insgesamt 7. Ein 10 Kilometer Ei und 1, 2, 3, 4, 5, 5 Kilometer Eier. Das sollte nicht mehr allzu lange dauern. Hier gucken wir mal ganz kurz rein. 4,95 von 5 Kilometern, also nur noch ein paar wenige Meter. Und das ist auch kurz davor, 9,78. Das heißt, wir sind eh unterwegs hier gerade. Magst du also kurz Hallo sagen? Hallo! Genau, mit der Edi kurz unterwegs und der Jesse natürlich. Jesse auch mal kurz Hallo sagen? Nicht so richtig, ich hätte auch keinen Bock auf schlechtes Wetter. Komm mal kurz hier vorbei. So, und ja, ich habe natürlich auch in den letzten Tagen und Wochen noch zusätzlich Eier mal ausgebrütet. Das hänge ich hinten das Video ran. Insgesamt bestimmt dann, keine Ahnung, 15, 20, was auch immer. Aber erstmal die jetzt. Das heißt, wir gehen jetzt eh noch ein bisschen in die Richtung. Machen einen kleinen Spaziergang mit der Jessel, die da rüber zieht. Ja. Und da werdet ihr sehen, was da drin ist. Und los geht's. Hoffentlich mit den 5 Kilometer Eiern. Das ist mal spannender, wenn die zuerst kommen. Hat gerade die Pritz das aufgetaucht? Ein Taubsi. Okay, darauf kann ich verzichten. Hoffentlich kommen kein Taubsi aus dem Ei. Aber ich glaube eh nicht, weil es sind nur 5 und 10 Kilometer Eier. Von daher darf das gar nicht passieren. Erstmal die 5 Kilometer Eier. Hoffentlich was Cooles. Ein Tangela wäre cool. Du mit deinem Tangela? Ja, da habe ich jetzt eins. Mirapla. Das ist auch okay. Nicht so oft. Ist auch süß, ja? Ja, Mirapla nehme ich mit. Oh. Gibt Schlimmeres. Zum Beispiel? Ein Raupi. Das kommt auch nicht aus dem Fünfer. Ach, von daher geht's. Das ist 2002er. Ja, von daher geht's. So, Jesse findet da auch was. Auch ein Ei gefunden vielleicht. Oh. Tentacher. Oh, das ist okay. Das habe ich lange nicht mehr aus dem Ei bekommen und auch lange schon nicht mehr so oft gesehen. Gerade gestern. Ah, da war das Taubsi. Ja, gestern haben wir eins gesehen, ne? Als wir den Georock gefunden haben. Das Georock, ja. Das ja. Sehr mein gut. Erstes Georock. Das war total cool. Meins auch. Kann ich gleich mal zeigen. Das war total gut. Da haben wir auch einen Tentacher gesehen, genau. Was Cooles. Knofenser. Kommt das auch aus dem Fünfer? Anscheinend. Okay, ich hätte gedacht, das kommt aus dem Zweier. So, ich habe das eingeordnet, so wie ein Raupi, wie ein Taubsi, Radfratz oder so, Knofenser. Ich dachte schon, dass Knofenser Fünfer ist. Ich glaube, das habe ich ganz oft bekommen auch. Ja, ein bisschen. Ich habe ja nur 5 Kilometer Eier. Man kriegt damit echt fast nur 5 Kilometer Eier, ne? So in den letzten 1-2 Wochen. Ich fast weiß ausschließlich. Nicht, wenn man deine Videos, du siehst immer, oh, ich habe schon wieder ein 10 Kilometer Ei. Ich brüte halt so viele aus und deswegen ist auch ab und zu mal eins dabei. Aber im Verhältnis sind die meisten schon 5. Das stimmt, bei mir ist alles voll 5. Ah. Oh, endlich, das habe ich doch. Habe ich das nicht letztes Mal vorhergesagt? Stimmt, hast du gesagt, es kommt Bonita. Dann kam es so aber nicht. Her. Nee, jetzt ist ein Bonita dabei, das ist cool. Jetzt ist ein Bonita dabei. Bonita ist cool. Ich werde jetzt auch mal dann die Scaloppa entwickeln demnächst. Sehr cool. Das werde ich machen. Und das könnte schon das 10 Kilometer Ei sein, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Ich warte schon die ganze Zeit drauf. Immer auf die Seite hier. Mal gucken. Vielleicht ist das 10 Kilometer Ei. Das ist ja cool. Was Cooles. Kann man wieder was Cooles aus dem 10 Kilometer Ei? Was Cooles aus. Nee, das ist ein 5 Kilometer Ei auch. Das 10er ist es noch nicht. Krabi aus dem 10er, das wäre ein Scheiß. Nein, nicht entwickeln. Das verdrücke ich mich noch fast. Ah, ich glaube, das 10er kommt doch gar nicht ganz. Gucken wir mal kurz rein. Nein, dafür muss ich noch ein paar Meter gehen, aber auch nicht viel. Müssen wir eh noch ein bisschen was gehen. Ja, gehe ich noch so eine Runde. Das ist nicht so schlimm. Und ich habe auch noch, wie gesagt, auf Video eine Menge andere Eier schon ausgebrütet, die ich dann immer noch zeige. Ist irgendwas Cooles auf dem Radar? Evoli, Blutzug, alles nicht so spannend. Wir können auch mal das Georock, das habe ich gestern gefangen. Ja, zeig mal das Georock. Muss ich mal ich nach Funddatum. Mir ist sowieso nichts los. Nach Funddatum sortieren. Gestern haben wir aber richtig viel eingefangen. Gestern, dann sieht ja alles, was noch. Wo das Caputo haben wir auch gefangen. Stimmt. Das fand ich ganz toll, weil ich ja noch keins hatte. Ja. Aber ich habe jetzt auch eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Aber gestern haben wir viel gespielt. Gestern waren wir lange unterwegs. Wenn ich bei dir bin, dann spiele ich wieder mehr. Ja. Aber bei mir ist halt nichts los. Ne? Und schaltet man sich so oft ein. Das Caputo war cool, stimmt. Das Georock. Das Georock vom Level war schon so 21, 22. Was macht das, wenn du es antippst? Hä? Die beiden Arme vorne nutzt es noch nicht. Nee, mit dem muss er ja schaufeln. Ja, genau. Aber er macht halt nichts, weil er keinen Angriff-Move oder so. Deswegen.
Will ich eh nochmal. Sieht noch so ein bisschen klotzig aus. Ich meine, das Geowatz, finde ich, das ist dann schon eher so schön rund und hat nicht so viele Ecken, wie jetzt das Georock hat. Das Georock werde ich jetzt demnächst auch mal entwickeln. Ich will jetzt auch mal dann. Ich habe ja ganz viele. Geowatz. Man sieht es ja oben auch. 500 von 500 Pokémon habe ich. Ja. Ich habe eine Menge Pokémon gesammelt, die ich dann entwickeln möchte. Und dann bin ich im Moment ja bei ziemlich genau, glaube ich, bei 100. Ich habe gerade die 100 Pokémon überschritten im Pokédex. Ja. Und das will ich jetzt. Ich kann bestimmt 20 oder so oder 25 neue Pokémon jetzt sozusagen im Pokédex eintragen, weil ich die entwickeln kann. Also das kommt alles noch. Mal gespannt. So, jetzt können wir einfach noch ein bisschen weiter latschen und dann, was aufgetaucht? Nibulak. Und dann gibt es noch das 10-Kilometer-Ei. Hast du noch einen Tipp fürs 10-Kilometer-Ei? Oh nein! Mir fällt sowieso nichts mehr ein. Ah, guck, ich habe mich schon so lange nicht mehr damit beschäftigt. Ich kann nicht mal mehr auf das Pokémon klicken, auf das Horn-Liu, okay, weil es eben voll ist. Naja, wir brüten das letzte noch aus. Wo ist das? Was? Ich erkenne es gerade so schlecht. Was? Nebuli. Ja, das will ich jetzt schon aufsammeln. Da muss ich eben noch mal kurz ein Pokémon verschicken. Ein bisschen Platz machen. Ein bisschen Platz machen. Ich verschicke mal ein Taubsi. Die brauche ich dafür Entwicklung. Aber nee, ich verschicke. Welches Level ist denn das? Mushas. Oh, das ist relativ hoch. Muss irgendwas verschicken jetzt, Hase. Ja, dann verschick doch. Ja, was denn? Nicht mein Hund. Nein, ich verschicke. Komm mal rüber da jetzt. Nur kurz. Warten wir mal. Ja, ich verschicke einfach Taubsi. Die brauche ich für die Entwicklung, für das Glücksei. Glücksbonbon wollte ich jetzt sagen, Glücksei. Mhm. Ich verschicke einen Taubsi, dann kann ich wenigstens das Evoli mitnehmen. Hallo. Das hakt schon wieder. Das ist alles wieder. Das ist alles zu voll hier bei dir. Ja, es geht so nicht weiter. So. Hast du das Evoli schon eingesackt? Ja. Sehr gut. Da ist es. Ja, ein bisschen noch in den Zebrastreifen schon gehen. So. Ja. So, großartig. 10 Kilometer, was könnte da alles noch rauskommen, was du noch nicht hast? Was ich noch nicht habe, wäre ein Charnera. Ein Charnera, ja, aber ja. Ein Tauros ist ein Fünfer, oder? Kein Zehner, oder? Was? Ein Tauros. Das gibt's doch hier überhaupt nicht. Das kann aus dem Ei schlüpfen. Ja, aber nicht. Das kann ich mal in einem anderen Video erklären. Der Inhalt des Eis oder was raus? Ich habe das auch schlüpft. Von jemandem gehört. Der hat das rausbekommen aus dem Ei. Es kann natürlich sein, dass es mal ein Fehler ist oder jemand hat halt Quatsch gemacht. Aber es ist halt so, dass eigentlich die Eier an dem Punkt bestimmt werden, wo man sie aufsammelt. Okay. So. Das heißt, du kannst also kein Porenta und kein Tauros. Und kein Gama. Und kein Gama bekommen, oder? Eigentlich nicht aus dem Ei. Das heißt, du möchtest einen Charnera. Zum Beispiel. Ein Lapras wäre auch nochmal cool. Ein Relaxo sagt man auch nie nein. Und, keine Ahnung. Also gibt schon ein paar Sachen. Aber das werden wir jetzt gleich sehen, wie Latschi noch ein bisschen. Das ist wahrscheinlich ein Evoli. Das wäre ziemlich blöd. Ich habe letztens Onyx bekommen, das habe ich nicht ganz geschnallt. Das ist, jetzt stehe ich schon auf 10 von 10. Ich habe letztens Onyx bekommen. Ja, weil ein Onyx finde ich schon cool, wenn das stark ist. Ja, das sind aber die sind eh nicht stark. Und das fand ich ein bisschen blöd. Ich bin so unzufrieden mit allem. Ich bin immer zufrieden, wenn ich was kriege. Ich bin schon der Arm schwer hier. Ganz der linke Arm. Ich muss da die Hand wechseln. Ja. Es ist heute auch so kalt. Komm auf die andere Seite. Das ist einfach. Ich habe auch die ganze Zeit meine Hände. Man kriegt so kalte Finger, ne? Es ist so kalt heute. Wenn wir die nächsten Sachen vorstellen, die man so im Winter zum Pokémon Go spielen braucht. Ich glaube, ich brauche Handschuhe, mit denen man das Smartphone bedienen kann. Ja, gibt es hier welche, ne? Ja, genau, und das brauche ich auch. Jetzt kommt das 10 Kilometer Ei. Also, ja. Was ist dein Tipp? Was ist euer Tipp? Ich weiß nicht mehr, was drin ist. Bevor ihr es guckt, schreibt es mal in die Kommentare, was euer Tipp ist. Und dann guckt mal, was wirklich rauskommt. Ich hätte gerne Charnera. Das wäre echt am coolsten. Am zweitcoolsten wären Lapras und am drittcoolsten wären Relaxo. Und ich kriege ein Evoli. Nein. Ich sage, es ist ein Evoli. Echt? Du bist so eine Sau. Wenn das ist, dann bist du schuld. Wieso bin ich dann schuld? Ja, weil du es dann herbeigeredet hast. Ich habe letztes Mal Tonita gesagt, kam auch nicht raus. Ja, dann hast du es herbeigeredet. Ein Sichlor. Ist doch cool. Ja. Du bist so unzufrieden, Mensch. Unglaublich. Sichlor. Ich finde, Sichlor ist cool. Ja, Sichlor ist ganz cool. Naja. Ja, schon cool. Ja, habe ich schon mal. Sicher habe ich halt schon so viele. Da will man auch mal was Neues haben, was selten ist. Man will coole Sachen haben. Der 40 mehr Pokémon bald hat als ich. Im Pokédex meinst du? Ja, ich habe ja nur 82. Ja, ich habe jetzt 101 oder so. Oder 100. Ich habe es jetzt auch mal nicht mehr gespielt. Vielleicht kann das ja jemand nachher. Aber es hat sich ja eh. Bei mir ist ja nichts los, wenn ich Kuhstein, das ist so super langweilig, dann glotzt du die ganze Zeit auf dieses blöde Telefon. Anstatt dass du dich mit dem Hund beschäftigst, passiert ja nichts. Dann ging ja dieses Vibrationsding nicht. Eine Zeit lang hat es gesponnen, ja. Ja, dann konnte ich nicht mal das einfangen oder irgendetwas, wenn was mal aufgetaucht ist. Und dann dachte ich so, nee, das ist total für den Arsch.
Und ich brauche das Telefon zum Arbeiten und jedes Mal war der Akku leer. Dann musste ich das auch immer aufladen und dann dachte ich mir irgendwann, das ist mir nicht mehr so wert. Aber so eine tolle Powerbank, wie ich sie habe. Ja, nee, aber ist aber so. Auch nicht wert. Nee, ist aber wirklich so. Auf dem Land ist halt tatsächlich nicht so viel los, wie jetzt, wenn man in der Stadt unterwegs ist. In München ist das schon mal krass. Aber wenn wir zusammen in München unterwegs sind, ist ja, auch cool. Dann schalte ich schon ein. Ja, da findet man auch eine Menge. Tatsächlich ist es so, ich weiß nicht, für die Leute, die ja auch die erste Generation auf dem Gameboy gespielt haben, Fangen war natürlich schon ein großes Thema, aber eigentlich ging es uns ums Kämpfen, oder? Das Kämpfen war super, das Trainieren deines Pokémons war toll, das machte Spaß und das geht halt alles nicht, ne? Weil ja, es funktioniert alles anders. Und das vermisse ich schon sehr. Wir werden ja aber Sun and Moon spielen. Ja. Und da wird das dann wieder ein bisschen traditioneller sein. So, aber... Und das fehlt halt ein bisschen. Das fehlt halt, ja. Ich spiele es trotzdem gerne, weil ich sammle gerne. Mir macht das wirklich viel Spaß zu sammeln. Das habe ich ja schon gemacht vor, weiß ich nicht, 10 Jahren oder noch mehr? Ja, Schnauze. Das habe ich schon Angeber, alles erledigt. Pokémon-Hipster. Mir auch wurscht. Mir macht das Sammeln großen Spaß, deswegen werde ich auch fleißig weitermachen. Ich werde euch dann demnächst mal ein paar Sachen vorstellen, die man zum Pokémon Go im Winter zum Spielen braucht. Ich habe auch vor, euch die Powerbanks vorzustellen, die ich habe, weil ich habe da extra nachgeguckt und ich bin ja mal ganz furchtbar bei so technischen Sachen. Vergleicht da mal 100.000 Jahre und 20 verschiedene Modelle, aber ich habe coole Sachen gefunden, zeige ich euch demnächst mal. Aber jetzt zeige ich euch erstmal noch die Pokémon-Eier, die ich in den letzten Tagen und Wochen so ausgebrütet habe, wo ich gerade extra Video gemacht habe, die ich mal so nebenbei aufgenommen habe. Hänge ich hinten noch dran, sind glaube ich noch eine Menge, ich werde es mal am Ende durchziehen und in den Titel schreiben. Ansonsten erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, es hat gerade vibriert. Ein Radfratz, geil. Aus den Eiern kommt hoffentlich was Besseres, aber das seht ihr alles. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.